Das sind die Geschichten aus Wikihausen und das ist eine Jubiläumssendung und es wird eine ganze Menge an spannenden Dingen heute diskutiert. Bleiben Sie dran. Ja, da sind wir wieder zurück. Herzlich willkommen zu dieser neuen Sendung, zu dieser 50. Sendung von Geschichten aus Wikihausen. Mein Co-Moderator ist auch wieder mit dabei, der sich hier mit mir durch die Wikipedia wälzt. Herzlich willkommen, Dirk. Berlin, hier spricht Berlin. Ja, ich bin wieder dran, ja, zugeschaltet. Ja, Dirk. Zugeschaltet ist wieder der Kollege Pohlmann aus dem Aufnahmestudio am Übertragungswagen. Hier ist er. Ja, wunderbar. Du hast ja beim letzten Mal schon korrekt festgestellt, ich übertrage aus dem Keller, du aus dem Dach. Also, genau. Und wir haben beide nicht alle Tassen im Schrank. Ja, von wegen. Genau, also es ist, wir haben heute eine ganze Menge wieder an grotesken Sachen. Also je mehr man auf den Busch draufklopft, desto mehr seltsame Dinge passieren da. Ich habe das Gefühl, je mehr wir den Druck erhöhen, desto mehr zeigt sich, was für Charaktere da in der Wikipedia rumlaufen und sich um die Wikipedia drumherum gesellen. Aber bevor wir dazu kommen, steigen wir erstmal in unser Thema ein. Und unser Thema lautet tatsächlich, wir gucken mal und wagen einen Blick auf unsere Homepage. Unsere Homepage hat derzeit folgendes Aussehen und da gibt es eine Zahl, die ganz besonders raussticht. Das ist nämlich diese da. 20.000 Abonnenten. Tja. Dirk, wer hätte das gedacht? Naja, ich im Laufe der Zeit schon. Ja, wir überholen jetzt langsam, aber sicher den alten Stand von der Gruppe 42. Ne? Der hat ja immer noch diese 21.000, was ich gar nicht verstehen kann, warum das nicht mehr werden. Mhm. Ja, also so langsam kommen wir wieder in die Region zurück. Toll. Also auch ein herzliches Dankeschön an unsere Zuschauer. Das freut uns, dass Ihnen die Sendung gefällt. Und wir müssen auch außerdem noch ein ganz großes Dankeschön an Sie weiterleiten. Es sind in dem letzten Monat sehr, sehr viele Leute dem Spendenaufruf nachgekommen. Wir haben sehr, sehr viel Geld diesmal bekommen. Außerordentlich viel Geld, was wir sonst noch nie bekommen haben. Also jetzt sind wir deutlich im vierstelligen Bereich gewesen diesmal. Also ja. Ich möchte dazu sagen, ich hatte, weil ich nicht sicher bin, an wen das Geld eigentlich gehen sollte, ich habe den Markus gebeten. Wir haben jetzt öffentlich gemacht, dass er seinen Arbeitsplatz verloren hat durch die Intervention der Junta-Anhänger, sage ich jetzt mal, also im weitesten Sinne des Umfeldes. Und wenn Sie den Markus direkt unterstützen wollen, wir packen eine extra Nummer für diese Situation, also sozusagen für ihn gibt es ein extra Konto. Also wenn Sie Wikihausen unterstützen wollen, gibt es ein Konto. Und wenn Sie sagen, wir wollen ihm jetzt ein bisschen unter die Arme greifen, in dieser Situation gibt es ein extra Konto nur für Markus Fiedler. Also kommt er am Ende der Sendung dann. Ja, also ich wäre dafür, dass wir das Ganze so machen, wir richten eine Seite auf der Seite wikihausen.de ein, dann nehmen wir am besten Unterseite Spenden und dann machen wir da zwei Blöcke. Der eine Block ist dann Wikihausen für uns beide und der andere Block ist, falls dann mich jemand persönlich unterstützen möchte, dann der zweite Block, dann können die Leute darauf überweisen. Also trotzdem ist nochmal vielen, vielen Dank. Also diesen Monat war, also ich denke mal, das hängt auch mit einem nicht ganz unerheblichen Ereignis zusammen, dass so viele Leute sich da freudestrahlend an den Rechner gesetzt haben und ein paar Überweisungen getätigt haben, denn das hat wahrscheinlich etwas damit zu tun, mit diesem wunderschönen Urteil, wo ich immer schon sagte, im Namen des Urteils, und das heißt im Namen des Volkes. Landgericht Koblenz, Aktenzeichen 9.80-20 vom 14.01.2021. Ja, wir gehen da mal ganz schnell drüber. Also das heißt... wir sind jetzt ja die Bruderschaft der Wikipedia-Flagellanten und im Namen des Urteils und im Namen des Herrn unterwegs, ja. Genau. Also, das hatten wir letztes Mal schon festgestellt. Es gibt offensichtlich jetzt im Zuge dieses Urteils eine ganze Menge seltsame Dinge, die da in der Wikipedia passieren. Das Erste, was wir festgestellt hatten, der Felix hatte eine Vandalismusmeldung bekommen. Die war hier eingetragen in der Versionsgeschichte. Und er löscht die, also das war vom 26. Januar 2021 und er löscht die quasi sofort wieder raus, nachdem sie eingetragen wurde von dem Bot, der das immer als Benachrichtigung einträgt. Und was interessant war, ich habe dann versucht, über diesen Link, der jetzt hier lila und blau
unterlegt ist, dann an die Vandalismusmeldung zu kommen, und die war einfach nicht da, weil sie, wie man hier sieht, grau ausgegraut ist. Das sind also Versionslöschungen. Da hat also ein Admin eingegriffen und hat genau diese Vandalismusmeldung versionsgelöscht, rausgelöscht. Also unser Fazit letzte Sendung war, es soll hier anscheinend keine Diskussion über die Vandalismustätigkeit dieses Felix in der Wikipedia entstehen. Und man wirkt das schon im Keim ab. Und die fadenscheinige Begründung war, dass da halt Persönlichkeitsrechte verletzt wurden. Man kann bei dem Felix aber keine Persönlichkeitsrechte mehr verletzen, denn er ist eine öffentliche Person. Ja, wir geben zu, das haben wir verursacht, aber nun gut. Ne? Also das liegt einfach daran, es entsteht ein riesen öffentliches Interesse an jemanden, der die Wikipedia für seinen privaten Denunziationspranger missbraucht. Deswegen, das geht ja auch weiter. Also ich denke, wir können, das können wir sagen, was man jetzt sehen kann, ist, dass Wikipedia jetzt ein Problem hat, und mit diesem Problem wird auf verschiedene Weise umgegangen. Es gibt Leute, die sagen, wir müssen das irgendwie versuchen zu bereinigen. Einig sind sich die meisten, dass Felix am besten im Ruderboot auf dem Pazifik ausgesetzt wird, alleine mit einer Trinkflasche und einem Hai-entlockenden Mittel. Nein. Nee, das glaube ich nicht. Das ist die eine Variante, also ihn loswerden. Das andere ist intern aufräumen. Aber die größte Fraktion ist, glaube ich, wie kommen wir da durch, ohne dass es gibt jetzt Riesenprobleme. Wollen wir uns in der Folge mit beschäftigen. Aber es hat sich wieder verlagert. Was sich wieder gezeigt hat, ist, dass Wikipedia ein Racheportal ist. Also das heißt, jetzt geht die Arbeit an meinem Eintrag los. Die Strafe folgt auf den Gerichtsurteil. Nachdem wir im Namen des Urteils agieren, kommt die Strafe auf den Fuß. Und es gibt dazu auch noch weiteres. Das machen wir aber in den nächsten Folgen. Heute genau. Sind wir jetzt dabei. Markus hat vorgeschlagen, diese Folge die Tatortreiniger zu nennen. Eine meiner Lieblingssendungen im deutschen Fernsehen. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, diese Bjarne Mädel ist deutlich sympathischer als die der Damen und Herren aus der Wikipedia. Ja, brauchen wir nicht weiter erklären. Also, genau. Das heißt, es wird jetzt Sie haben das Problem, dass Sie jahrelang zugeguckt haben, wie diese Denunziationen eingetragen wurden, und Sie haben Probleme dabei, den Tatort sauber zu kriegen, weil das greift jetzt tief in die Gefüge der Wikipedia ein, und die Frage ist, inwieweit es technisch überhaupt geht. Aber gehen wir mal durch. Ja? Genau, es entstehen sowieso zwei Fragen. Also die erste Frage ist, machen Sie das Gleiche wie der Bjarne Mädel, also in dem Tatortreiniger? Also reinigen Sie den Tatort, nachdem die Spurensicherung da war? Oder versuchen Sie, den Tatort zu reinigen, bevor die Spurensicherung da ist? Das ist jetzt nicht so ganz eindeutig, was wir hier sehen. Die werden auch sehen, dass es greift tatsächlich ineinander. Also es sind wahrscheinlich sogar beide Hintergedanken, die dabei eine Rolle spielen. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Also das hier ist übrigens derjenige, der beim letzten Mal eingegriffen hat bei dem Felix und die Diskussion abgewürgt hat über die Vandalismusmeldung. Das war der Siphonarius, und jetzt steigen wir mal in den heutigen Fall ein. Jetzt geht es nämlich um die Artikelhistorie zum Artikel Nirit Sommerfeld. Und Eingeweihte werden schon ahnen, was da passiert. Eigentlich habe ich es abgespeichert, aber uneigentlich hat es mit dem Speichern nicht funktioniert. Was wir hier sehen, ist eine nachempfundene Seite, wie sie am 29. Januar 2021 aufgerufen werden konnte, nämlich die Versionsgeschichte von dem Artikel zu Nirit Sommerfeld. Und da sieht man unten, die Seite wurde neu angelegt, ganz unten rechts steht das, ne? AZ. So, und zwar ist sie neu angelegt worden am 28. Januar 2021. Und jemand, der jetzt schon etwas länger unsere Sendung verfolgt, der wird dann sagen, Moment mal, das kann so nicht sein, weil das ist doch viel früher angelegt worden. Ja, ist es auch, aber offensichtlich dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Da ist also eine ganze Menge gelöscht worden. Das, was wir hier sehen, ist eine sogenannte Oversight-Löschung. Und Oversight-Löschungen beinhalten Folgendes. Also man kann in der Wikipedia zwei Arten von Löschungen machen. Die erste Art ist eine sichtbare Löschung. Das heißt, man sieht, wie wir es eben am Anfang gesehen haben, bei der Versionsgeschichte von der Löschung der Vandalismusmeldung. Ich zeige das nochmal. Dann sieht man, dass das ausgegraut ist. Ja, also sehen wir also so, das Datum ist ausgegraut und durchgestrichen. Das ist also der zweite, dritte und vierte Eintrag da oben, ne? Da wo auch der Pfeil drauf zeigt. Dann sieht man, okay, da war mal was, da kann ich jetzt zwar nicht mehr draufklicken, aber ich erkenne, da ist noch mal was gewesen. Das heißt, ich weiß, da hat jemand eingegriffen. Was wir hier bei Nirit Sommerfeld sehen, ich spule mal wieder vor,
Das ist eine andere Form von Löschung. Und zwar heißt das, ich erkenne gar nicht, dass da jemand eingegriffen hat. Wenn ich nicht weiß, dass da vorher was gestanden hat, würde ich jetzt nicht mehr herausfinden, dass da jemand eingegriffen hat. Das sind die sogenannten Oversighter. Es gibt nur ganz wenige, die dieses Privileg in der Wikipedia haben. Das ist ein ähnliches Privileg, wie die, also das sind meistens Administratoren auch noch gleichzeitig, aber das ist also quasi ein Zusatzprivileg, was also ein Administrator erwerben kann durch Wahl. Die Frage ist halt, wie demokratisch sowas erfolgt, kann man sich dann später nochmal drüber unterhalten. Und das ist dabei rausgekommen. Das gab ein wenig Missstimmung in der Wikipedia. Und aufgrund dieser Missstimmung tauchte plötzlich dann am 30. Januar tauchte die gesamte Versionshistorie wieder auf. Und das ist eine ganze Menge, wie man hier sieht. Ich habe das mal hier rein kopiert. Also das sind Seiten über Seiten und die wichtigste Sache ist also quasi das Ende. Das habe ich jetzt mal ein bisschen vergrößert. Das ist also der Teil, wo Felix sozusagen in den frühen Artikel eingegriffen hat, wo der Artikel noch nicht öffentlich gestellt war und dann am Ende auch den Artikel freigeschaltet hat in dieser Version. Also mit den ganzen Verunglimpfungen, also da ging es ja darum, also dass Nirit Sommerfeld mit Antisemitismus über den Umweg des Antizionismus in Zusammenhang gebracht wurde und solche Geschichten halt. Mit Boycott der Western Sanctions, sodass sie in Israel nicht mehr hätte einreisen können, um ihre Familie zu besuchen. Das waren ja alles die Sachen, an denen er da gearbeitet hat. Also sie so zu diskreditieren, dass es für sie persönliche Schäden nach sich zieht. Eine der Ziele, ich finde, das kann man so sagen, die er verfolgt, auch mit seinen Denunziationsbriefen. Ja, ja, korrekt. Genau. Gut, jetzt ist also interessant, wie kam es dazu? Und das gucken wir uns jetzt mal an. Und zwar ist hier eine kleine Diskussion bei Wikipedia:Löschkandidaten Urheberrechtsverletzung. Ich mache das mal in groß, ich lese es ganz kurz vor. Der Benutzer Nuuk sagt ganz oben am 29. Januar, der Benutzer Doc Taxon löschte 175 Versionen als Oversight, legte den Artikel dann in vermutlich gleicher Fassung neu an, als wäre er der alleinige Autor. Ja, der Grund für die Versionslöschung sollte klar sein, sagt jemand. Dieser Global Fish sagt das, aber ich denke auch, dass es in dieser Form nicht geht. Das mindestens wäre, wenigstens die Versionsgeschichte auf die Diskussion zu kopieren. So haben wir das vor 10 Jahren gemacht. Schön wäre, die Wiederherstellung mit einem Role-Account zu machen und nicht mit einem auch für die andere Zwecke genutzten. Ja, jetzt geht es also um folgende Geschichte. Ich kann das mal zusammenfassen. Also die Wikipedianer haben ein großes Problem damit, dass sie natürlich gerne wollen, dass ihre Beiträge in der Wikipedia auch irgendwie verbucht sind, verbrieft sind. Und das geht nur über die Versionshistorie. Das war übrigens damals, als ich meinen allerersten Beitrag zu Wikipedia geschrieben habe, also diese FM-Synthese und auch den einzigen Beitrag, da war das nicht so ganz klar. Das heißt, also es gab die Version, dass man es auf die Seite mit drauf stellte und es gab die Version, dass man es halt nur in der Versionshistorie sehen konnte. Dann stand dieser Streit, haben wir schon lange abgehandelt und jetzt inzwischen ist es halt wirklich so, dass man das nur auf der Versionshistorie sehen kann, wer da mitschreibt. Und wenn jetzt diese Versionshistorie verschwindet, dann gibt es ein kleines Problem. Dann kann man nämlich gar nicht mehr sehen, wer da mitgeschrieben hat. Und Dirk, du hast da beim letzten Mal in unserem Vorgespräch so ein tolles Beispiel gebracht. Also was passiert denn jetzt? Jetzt haben wir also einen Autor, der ist quasi in der Wikipedia, der pinkelt da in die Ecke. Ja, und, du hast eine Katze, die ist inkontinent, das kommt vor, wenn Katzen alt werden, ich kenne das, ja. Und dann pinkeln die in die Ecke und du versuchst, also das fängt an zu müffeln und du versuchst jetzt sozusagen die Stelle des Teppichs, wenn es Teppichboden ist, vielleicht rauszunehmen und zu ersetzen mit einer anderen. Aber es stinkt weiter. Und dann ist die Frage, reiße ich den ganzen Teppich raus oder kann ich sozusagen mit einer kleinen Stelle? Also da hat jetzt jemand gehörig bei Wikipedia im Erdgeschoss seine Flecken abgesetzt. Und die Frage, kann man das jetzt noch richtig reparieren? Das ist das Problem. Wir haben jetzt diesen kleinen Kater Felix, der also quasi die gesamte Wohnung verunstaltet hat. Immer mal hier, immer mal da irgendwo Dreck hinterlassen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Und die Wikipedia hat diese Option gar nicht, dass man ein Teilstück des Teppichs rausschneiden kann oder nur in der Ecke streichen kann, wo da halt der Dreckfleck ist, sondern man muss dann tatsächlich komplett neu renovieren, den gesamten Raum. Das heißt, man kriegt das nicht hin, dass man nur die Denunziation rausnimmt, sondern man muss die gesamte Versionshistorie rauslöschen. Das ist
Entschuldigung. Das ist vor allen Dingen hier nochmal abgelegt. Also ich habe das hier gefunden beim Thema Rechtsprechung zur Wikipedia. Also am 30. Januar, ganz unten sieht man auch, wenn das reingesetzt wurde, nämlich am 30. Januar um 23.33 Uhr. Da schreibt der Chianti, der anscheinend ziemlich gut in Sachen Juristerei unterwegs ist, die Unterstützung besteht darin, dass die Wikimedia Foundation als Störer mithaftet und die Kosten für Unterlassungsklagen trägt. Da hat er also ein Beispiel genannt und sogar 5.000 Euro Ordnungsgeld zahlt, weil sie die Versionsgeschichte nicht bereinigt hat. Das ist er verweist dort auf ein Urteil von 2018, wo nämlich jemand gegen die Wikipedia erfolgreich geklagt hat und dann nochmal Ordnungsgeld von der Wikipedia verlangen konnte, weil die einfach zwar den aktuellen Artikel gereinigt haben, aber nicht die Versionsgeschichte. Da mussten sie nochmal Ordnungsgeld bezahlen. Aha. So, und das ist jetzt, tja, ein bisschen doof, ne? Das heißt also, wir sehen ja, dieses System Wikipedia knarrt jetzt an allen Ecken und Kanten. Wenn wir also jemanden drin haben in der Wikipedia, der Unfug macht, der blödsinnige Dinge einträgt, dann ist es das System Wikipedia insofern am Ende, als dass die Wikipedianer sich entscheiden müssen, entweder wir behalten unsere Versionsgeschichte, wo wir dann auch sehen, wer wann was geschrieben hat. Aber was kann man schon gar nicht mehr sehen, weil nämlich alle Versionen, die von dieser Versionsgeschichte ausgehen, sind dann alle mindestens versionsgelöscht, sodass also von außen keiner mehr darauf zugreifen kann. Also man sieht auch, das System Wikipedia ist nur darauf ausgerichtet, sozusagen rauszusenden, aber es ist nicht auf Korrektur nach innen. Da sind die nicht gut aufgestellt. Also für die Frage, das, was ja Stefan Seidel zum Beispiel immer hochhält dabei, nämlich, dass man ja alles sehen kann, alles verfolgen kann, was gemacht wird, ist an dieser Stelle ausgehebelt. Und es ist wieder ein systemisches Problem. Also Wikipedia hat erstaunlich viele, da war ich doch überrascht, erstaunlich viele Probleme auf dieser Ecke. Also sie haben nie repariert diese Denunziationsproblematik, dass sich eine Gruppe selbstständig macht und nicht nur Man on a Mission, sondern sozusagen Mob on a Mission, würde ich das nennen, ja, da durchzieht und entsprechend bearbeitet. Und also es gibt keine Regularien, es gibt keine Schotten, die das verhindern, es gibt kein Kompartmentalisieren davon, von so einem Problem. Die können da sozusagen als Mob einmal quer durch die Wikipedia durchziehen und hinterher die Reparatur ist schwierig bis unmöglich. Ja? Also vielleicht kürzen wir das ab in dieser Form, weil das sehen wir jetzt. Und wir sind nicht so ganz selber, nicht so ganz klar, sozusagen wer was macht. Es gibt also offenbar Leute, die wollen jetzt einfach auf das Urteil reagieren und es gibt Leute, die wollen die Spuren verwischen. Genau, ja? Wir haben beides. Das werden wir jetzt auch gleich sehen. Also erstmal der Vollständigkeit halber, wer hat denn jetzt diese ganze Versionslöschung bei Nirit Sommerfeld beantragt, beziehungsweise durchgeführt? Das war der Doc Taxon. Da sehen wir, das ist seine persönliche Seite auf der Wikipedia. Ich habe auf der rechten Seite das Bild mal ausgeixt, aber steht schon drunter, der heißt Martin. Und wenn man dann nach Martin sucht, dann sieht man tatsächlich, der war auch mal zu Gast beim Bayerischen Rundfunk. Und der heißt Martin Domday. Ja, ich glaube nicht, dass er das, also ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus, dass das böswillig war. Ich glaube einfach, dass er sieht, da ist jetzt ein juristisches Problem und wir müssen das Problem beseitigen, nicht, dass dann nochmal die Wikimedia hier irgendwie Geld bezahlen muss. Soweit erstmal so zu der Sache. Erstmal also nichts Ultraverwerfliches. Ja? Okay. Genau. Was wir jetzt aber sehen, ist Folgendes. Was passiert auf den Diskussionsseiten? Und da sehen wir wirklich, also das ist, ja, divers könnte man sagen, also diese Diskussion. Es geht von, wir müssen den Felix schützen, bis hin, wir müssen das Urteil achten und wir müssen halt die Geschädigten schützen. Und wir lesen einfach mal vor. Magst du oder soll ich? Oder Nein, dann mache ich ja, ich nehme das vor allen Dingen das Mittlere in diesem Fall. Ne? Also okay, Felix hat vor allem bis November 2017 dort Kopf Verlag editiert. Nicht, dass ihm, da fehlt das M, nicht, dass ihm das erneut schadet, ja, schreibt Schlesinger. Also das heißt, hier ist die Absicht, wir gucken das mal durch, damit es ihm nicht so auf die Füße fällt. Nicht, damit wir ein gutes Lexikon haben, sondern damit Felix nicht weiter zur Kasse gebeten werden kann. Genau. Ich nehme den nächsten Absatz. War noch wichtig, na gut, dann nimm du den, genau, mach das. Ja. Das ist das Richtige, denn so eine bisher erfolgreiche Klage ermutigt möglicherweise zu viele dazu, eben auch die zu Recht kritisch dargestellten.
Also das geht es darum, also Sie meinen also, dass es da Leute gibt, die zu Recht kritisch dargestellt wurden, zum Beispiel als Verschwörungstheoretiker. Die IP spielt aber vermutlich nur mit unserer Angst, jetzt alle Kritik zu unterlassen. Sie weiß sicher, dass der Erfolg hier gering sein wird. Aha, denkt er zumindest. Ja, die sind selber sehr in einem verschwörungstheoretischen Denken jetzt verfangen. Also zum Beispiel bei mir wird nicht nur, dass ich als ein Stück Scheiße bezeichnet werde in Wikipedia, ja, also auf diesem Niveau bewegt sich das Lexikon, das ist das, sondern sie behaupten auch, dass ich sozusagen bezahlt sei von RT, ja, dass ich im Auftrag von RT gegen Zahlung, dass das Ganze irgendwie damit zusammenhinge, also wildeste Verschwörungstheorien, ich frage mich, ob ich das in Wikipedia eintragen kann, was die da machen, aber das ist genau das, also das heißt, sie behaupten jetzt, also sie haben da so eine Idee, also man merkt, es ist Druck da und sie überlegen jetzt, was könnte alles sozusagen, was sind alles mehr als die unmittelbare Äußerung, dass Elias Davidson keine Lust hat, sich mit Schäden für seine berufliche Existenz beleidigen zu lassen in Wikipedia. Und sie möchten gerne das Recht weiter behalten, das anonym machen zu können. Und wenn sich dagegen jemand wehrt, dann stehen finstere Mächte hinter ihm. Also ich sag dann mal in Anlehnung an Jonas da sozusagen, wir aus Langley sagen, nein, aber das stimmt gar nicht. Also das ist jetzt die These Verschwörungstheorie ist jetzt in deren Köpfen voll angekommen. Also sozusagen die Krankheit, die behauptete, die Heilung sein zu wollen, ist mittlerweile zur Epidemie, zur Pandemie geworden bei ihm selber. Ja, genau. Es ist so ähnlich wie mit der Durchsage mit den Geisterfahrern. Nicht? Liebe Autofahrer auf der A7, passen Sie bitte auf, es kommt Ihnen ein Geisterfahrer zwischen den Ausfahrten Hamburg und was ich wohl entgegen. Und dann die Antwort, ein Geisterfahrer, Hunderte, Tausende. Ja, genau. Genau, also Sie denken, Sie sind diejenigen, die richtig fahren und merken gar nicht, dass Sie gegen den Strom schwimmen. Das ist das Grundproblem, um das auch nochmal zu sagen, dass man sieht, dass auch bei zum Beispiel bei den ganzen Reaktionen von Nierlurcheier, der jetzt ja immens erbost ist, dass wir seinen Namen genannt haben und seine Webseite gezeigt haben, wo auch seine Telefonnummer drauf ist. Und obwohl ich noch sagte, ich bitte um gesittete Rückmeldung, ja, ist er sozusagen das Thema, dass du arbeitslos gemacht wurdest oder dass Jerit Sommerfeld bearbeitet wird und dass Elia Davidson Einkunftsverluste hat. Das interessiert ihn gar nicht. Ihn interessiert nur aus seiner Sicht, dass es eine Unverschämtheit ist, dass er nicht mehr mit der Maschinenpistole durch die Shopping Mall durchlaufen darf. Ja? Wer kann mir das Recht auf Waffenbesitz und der Nutzung verwehren, so ungefähr? Also das heißt, sie haben kein Unrechtsbewusstsein und so etwas reißt ein. Wenn man über viele Jahre Machtmissbrauch machen kann und dafür nicht zur Verantwortung gezogen wird. Wenn also nie jemand kommt und sagt, hör mal, das ist aber nicht in Ordnung, was da läuft. Die laufen ja komplett in der eigenen Soße. Das heißt, sie sind Ankläger. Wenn ein Verfahren kommt, sind sie gleichzeitig der Verteidiger, der Staatsanwalt, der Richter und der Henker noch. Ja? Also das alles, da haben die sich dran gewöhnt. Sie haben sich an diese Situation des Missbrauchs gewöhnt und bemerken deswegen gar nicht mehr, dass es Missbrauch ist, sondern schreien auf, wenn jemand sagt, du kannst aber nicht einfach hier in der Shopping Mall mit einem Schnellfeuergewehr rumschießen. Das darfst du nicht. Jetzt müssen wir noch die Metapher für die armen Leute aus der Wikipedia erklären. Also die Shopping Mall ist die Wikipedia und die Maschinenpistole sind solche Ausdrücke wie Antisemit, Rechtsradikaler und Verschwörungstheoretiker. Und vor allen Dingen bei Schaden zu errichten. Ja, genau. Und vor allen Dingen bei Verschwörungstheoretiker meint Herr Ulrich Leiner tatsächlich, also der Nierlurcheier in der Wikipedia heißt, der meint dann tatsächlich, dass das ein berechtigter Begriff wäre. Und er als Akademiker sollte eigentlich wissen, dass das eben kein berechtigter Begriff ist, vor allen Dingen nicht unter Akademikern. Ja, also gerade das ist ja, wie nannte man das? Das ist pathologische Wissenschaft. Also wenn man den Diskurs nicht mehr zulässt und eine bestimmte Seite bevorzugt, immer präferiert und sagt, die andere Seite sind aber Spinner, was ja nichts anderes ist, ein anderes Wort für Verschwörungstheoretiker, heißt ja in Wirklichkeit Spinner oder Pfuscher, ne? Dann ist das eine pathologische Wissenschaft. Im Englischen heißt es Junk Science. Also das geht so nicht. Also das ist auch kein demokratischer Umgang hier. Ja? Also wir haben hier jemanden, der sehr, sehr, sehr akkurat recherchiert. Also Elias Davidson ist ja, das ist ja nun wirklich, wenn er schreibt, das ist so, dann ist die Wahrscheinlichkeit 99,99999%, dass es so ist. Und er ist auch sehr vorsichtig mit seinen Aussagen. Also er macht also keine Aussagen, die nicht absolut haltbar sind. Ja? Und da, wo es halt Fragen gibt, stellt er die Fragen. Und was hier dann implizit immer gesagt wird, ja, er dürfe quasi die Fragen nicht stellen.
Also wenn man zu... Ich weise nochmal darauf hin, das wurde ja zum Beispiel jetzt behauptet, auch in mehreren Artikeln, dass er geschrieben habe, beim Winterfeld, also bei dem Anis Amri-Anschlag auf dem Winterfeldmarkt, habe er geschrieben, es habe überhaupt keine Toten und Verletzten gegeben. Das lief durch Facebook um. Das ist übrigens üble Nachrede. Ich möchte darauf hinweisen. Das ist falsch. Da kann man auch verklagt werden für, wenn man das macht. Das ist falsch. Ja. Es ist falsch und es wird nicht dadurch richtig, dass Herr Leiner das konstant wiederholt und das auch in der Lage ist, in seinen mit ihm befreundeten Zeitungen durchzudrücken. Es wird dadurch nicht wahrer. Es ist eine falsche Tatsachenbehauptung. Darauf möchte ich doch mal klar hinweisen. Ich möchte auf noch etwas hinweisen, das ist die Anonymität. Sie haben es sich angewöhnt, anonym denunzieren zu dürfen. Das heißt, verantwortungslos zu sein. Verantwortung ist ja die Konsequenzen der Haltung, der Handlung zu tragen. Das brauchen Sie nicht, weil Sie anonym sind. Und jetzt haben Sie sich so angewöhnt, dass Sie es sogar als Angriff betrachten, wenn Sie de-anonymisiert werden. Sie ziehen also Leute in der Öffentlichkeit und denunzieren sie am Pranger in der Öffentlichkeit. Und sobald man nur Ihre Anonymität angeht, werden Sie ganz fuchtig. Also das heißt, das wurde ja auch in dem Urteil in Koblenz wurde das so genannt. Sie sind sehr gut beim Austeilen, aber Sie glauben, dass Ihre Rechte immens verletzt sind, wenn Ihre Anonymität sozusagen aufgedeckt wird und man sagt, du bist das. Das Argument ist immer von Ihnen, Anonymität muss in der Wikipedia sein, weil sonst arme Autoren, die sich mit Neonazis beschäftigen, Morddrohungen bekommen. Abgesehen davon. Ja, und der arme Franzose, der die geheime Militäranlage aus Frankreich einträgt. Ne? Genau. Legende der abgeschnittenen Hand der fremden Legion der Wikipedia interessiert mich nicht. Also Ihr Argument ist ja sozusagen die Gefahr, denen die Leute ausgesetzt sind, nämlich zu sagen, man sieht, welchen Gefahren in Wirklichkeit da sind. Die Gefahr ist nicht, ich kenne keinen Fall eines Wikipedia-Autoren, der zusammengeschlagen, bedroht, ermordet wurde. Also bedroht könnte noch sein, dass jemand E-Mails kriegt. Kann ich mich gleich mit dazu melden? Ich kriege von euch E-Mails, Jungs, ja. Das ist, und zwar Morddrohungs-Mails von, in dieser Kategorie. Das ist aber, man sieht auch, die Verbindung mit Psiram ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass es sich um Scheinargument handelt. Denn Psiram ist genau das Gegenteil. Psiram ist kein Portal, in dem politisch missliebige Leute sozusagen aus aller Länder, sozusagen von Nordkorea über, was weiß ich, Iran oder USA, irgendwelche Länder, die Pressefreiheit nicht achten. Großbritannien ist ja ein Land, wo es ganz schlimm zugeht im Moment, die dort also unerkannt schreiben dürfen, sondern es ist ein Portal, was nur dazu da ist, zu denunzieren. Und das anonym und folgenlos. Das heißt, die Verbindung der Anonymität ist in Wikipedia und in Psiram. Und durch die Verbindung von Wikipedia und Psiram nachgewiesenermaßen geht es darum, ohne Gefahr desinformieren und denunzieren zu können. Es geht nicht darum, dass ehrenwerte Leute geschützt werden müssen. Im Gegenteil, es geht darum, dass diese Leute sich ausleben können. Ja? Ja. Dass sie ihre Machtfantasien, die größtenteils damit zu tun haben, dass sie in der Wirklichkeit keine Wirkung gehabt haben. Ja? Felix war Bundestagskandidat bei PDS, hat aber nie irgendwie eine Traktion in der Partei erreicht. In Wikipedia hat er Macht. Das übt er aus. Das ist seine wahre Genugtuung. Ja? Das ist ja nicht, er kriegt ja sozusagen, wir wissen nicht, ob er Geld bekommt, habe ich keine Ahnung, ja? Werde ich auch nicht behaupten. Aber was ich behaupten kann, ist, dass wir auch aus der Purdue-Studie wissen, dass das die Motivation ist, die Motivation einer religiösen Gruppe oder einer politischen Aktionistenvereinigung. Ja? Hättest du es nicht gesagt, ich hatte es auf der Zunge, die Purdue-Universität, genau, und sie benehmen sich wie eine kleine Sekte und genau, das ist also genau der Punkt, und sie ziehen Lust daraus, Macht auszuüben, das ist ja die Aussage. Anonym, genau. Die Anonymität ist eine Fake-Diskussion, nochmal, der Gefahr, der in der Wikipedia mit der Anonymität verbunden ist, ist nicht die Gefahr für die Autoren bei uns, es ist die Verantwortungslosigkeit ihres Umganges, was so in dem Urteil steht. Ja. Gehen wir weiter. Felix meldet sich zu Wort und mit seinem üblichen Tonfall. Wenn du gerade dabei bist, gegebenenfalls kannst du ja meine Anteile bezüglich Normannia und Hauptverfechter auch ermitteln, so zur Wahrheitsfindung. Und also Wahrheitsfindung ist für ihn jetzt also das Stichwort. Die Maßstäbe eines Landgerichts-Einzelrichters in Sachen Nachvollziehbarkeit dürften hinterfragt werden, wenn der Mann nicht mal meinen Namen korrekt nachvollziehen und im Rubrum wiedergeben kann, obwohl er schwarz auf weiß vor ihm in der Akte drin steht. Ja, mein Hauptvornamen hat er nämlich irgendwie übersehen. Also er heißt Jörg Matthias Claudius Grünewald, sehr poetischer Name. Und der Richter hatte Matthias Claudius Grünewald. Und das ist natürlich klar, das ist ja grenzt an Majestätsbeleidigung und ist mit sofortiger Arbeitslosigkeit und Entfernung aus dem Richteramt zu ahnden. Wenn Felix das könnte,
wenn die Wikipedia dazu in der Lage wäre, würde das wahrscheinlich sofort als Regel eingeführt werden. Ja, Herr Grünewald, ich empfehle doch mal wieder ein kleines Schreiben an vielleicht den Gerichtspräsidenten im Landgericht Koblenz, wo Sie sich vielleicht als Vertreter der jüdischen Gemeinde, der liberalen jüdischen Gemeinde Bet Shalom in München vielleicht melden und dann vielleicht anmerken, dass da also ein Richter unterwegs ist, der also ganz, ganz seltsame Dinge macht und Sie gerade als Jude fühlen sich da vielleicht besonders darüber, ja, Sie fühlen sich da gar nicht wohl bei. Ne? So was in der Richtung könnten Sie ja schreiben. Haben Sie ja schon mehrere Male in der Art gemacht. Bei Dirk Pohlmann haben Sie es gemacht. Sie haben sich in Sachen Nirit Sommerfeld gemeldet. Das scheint so Ihr Stil zu sein. Ne? Also nur mal so als Vorschlag. Vielleicht könnte man das auch in der nächsten Form so machen. Ja, es ist das ist der typische Sprachstil von Felix. Und das ist auch die gleiche Geschichte, die wir auch im Film gesehen haben. Ich habe es ja schon gesagt. Also es wird ein kleiner Fehler rausgenommen. Dann wird gesagt, das gesamte Urteil ist Mist, weil dieser kleine Fehler aufgetaucht ist. Kennen wir schon, Kennen wir schon, aber ich würde mal, weil du weitergegangen warst bei Felix, bist du fertig mit ihm? Oder? Sowas von fertig. Perfekt so fertig. Ich würde gerne noch mal auf diese Folie gehen, ein wenig Ehrlichkeit, wenn du die, ich sage immer Folie, also das Slide oder wie heißt das bei eigentlich richtig? Ich habe keine Ahnung. Da steht ja drauf, ich lese es mal vor. Ich frame Pfosten, die für RT arbeiten und für Trump Propaganda machen, weil RT das von ihnen verlangt. Das ist zum Beispiel... Auch gerne. Ich habe weder für Trump Propaganda gemacht, noch arbeite ich für RT. Habe noch nie für RT gearbeitet, habe auch noch nie irgendwelche Vergünstigungen. Ich weiß auch nicht, ob das auf dich gemünzt ist. Ich gehe davon aus, weil Sie das ja behauptet hatten. Sie haben ja uns beide als braune Ecke bezeichnet. Naja. Irgendwie mal raten, ein bisschen vorsichtiger zu sein. Mich als Stück Scheiße und dass ich von RT bezahlt werde. Aber was hier rauskommt, ist eben, ich frame Pfosten, die für RT arbeiten und für Trump Propaganda machen, weil RT das von ihnen verlangt, auch gerne. Er gibt also zu, dass er, und jetzt steht das, ouch, das hättest du jetzt nicht sagen dürfen. Das ist faktisch ein Eingeständnis, dass wir sowas machen, was jeder ohnehin weiß. Ich hoffe, beim ZDF wissen die das noch nicht oder bei Arte in dieser Doku. Ich befürchte, ja. Ja, also das heißt, sozusagen, das ist der interne Sprachstil, ja, der bei denen herrscht, wo sie sagen, na klar machen wir das. Der andere sagt, na, sei mal nicht so laut. Wir wissen zwar alle, dass das hier so läuft, aber das muss ja keiner draußen merken, ja. Und draußen ist aber der Bedarf, das zu merken, gar nicht so groß. Ja? Sie möchten weiter davon schwafeln, dass Wikipedia ein offenes System ist, das eine wunderbare Errungenschaft des 21. Jahrhunderts darstellt. Okay, ja, genau. Das fand ich interessant und du hast mich nochmal darauf aufmerksam gemacht im Vorgespräch. Ich lese mal diesen roten Teil durch. Also jetzt geht es darum, dass Benutzer, wir reden hier von einem sachlichen Benutzer, der offensichtlich jetzt die Schnauze gestrichen voll hat. Also er schreibt, übrigens, egal was hier behauptet wird, das Gericht hat festgestellt, dass F, das ist Felix, gegen unsere Regeln verstoßen hat und er hat das nicht bestritten. Gerade dieses Bestreiten geht recht einfach. Man sagt in der mündlichen Verhandlung, dass die Behauptung XY von der Gegenseite bestritten wird und dann muss eine Beweisaufnahme erfolgen. Aber das hat Chianti schon gesagt. Was mich nach wie vor erschüttert, ist die hier offen zur Schau getragene Kungelei. Das ist der Hauptgrund, warum ich hier nach Richtigstellung und damit meine ich die Anpassung an WP Bio von Achille Membe die Segel streichen werde. Das ist also ein Artikel, auf den er sich da bezieht, der anscheinend auch Kraut und Rüben ist und nicht den Regeln entspricht. Ja, das war genauso ein Fall. Das ist der schwarzafrikanische Philosoph. Kritik der schwarzen Vernunft ist, würde ich sagen, kenne ich wenigstens als sein Hauptwerk. Und der eine sehr dezidierte Einstellung auch zum Israel-Konflikt hat. Und wurde deswegen, also sozusagen wurde er als Antisemit bezeichnet und das sollte, ich glaube Oberhausen war es, sollte Eröffnungsredner sein, wurde dann im Rahmen der neuen Antisemitismus, Antizionismus-Gleichsetzung der juristischen, sollte er dort entfernt werden. Und dann ging das einigen Leuten zu weit, weil eine der prononziertesten intellektuellen Stimmen Schwarzafrikas auf diese Weise abgeschaltet werden sollte, Cancel Culture. Und da gab es ein Stück in Dreisat aus der jüdischen Gemeinde, wo Leute sagten, da fühlten sie sich nicht mehr wohl. Ja? Also dass jetzt quasi Schwarze
deren Thema der Kolonialismus und die Auswirkungen sind, auf diese Weise abgeschaltet werden. Also das ist sozusagen so der große Ein-Ausschalter. Ja? Naja, also das ist das einzige Thema, wie es überhaupt gibt. Und da ging eine große Diskussion los, darauf bezieht er sich und dann schreibt er auch, damit hat Wikipedia dann wieder einen Autor, der nicht nur Kommata einfügt, weniger. Oder könntet ihr mir Gründe nennen, warum ich bleiben sollte, liebe Freunde von Felix? Also hier ist ja genau das, was wir auch immer beschrieben haben. Die Gruppe selektiert sich selber. Übrig bleiben die Felix und seine Freunde. Ja, das sind dann die Herrscher. Der Rest geht oder wird rausgeschmissen, eins von beiden, oder wird so lange bearbeitet, bis er in Anführungszeichen freiwillig Suizid in Wikipedia begeht. Das ist Wikipedia. Ja. Also virtuellen Suizid meinst du. Ich will nochmal auf die Geschichte eingehen. Es ist ja tatsächlich immer dieselbe Geschichte. Also wir haben Suizid, also sich aus Wikipedia, wie er sagt, Suizid. Ja. Digitalen Suizid, könnte man es nennen. Mhm. Also es ist ja immer dieselbe Geschichte. Wir haben hier irgendwelche Gutmenschen, die nehmen einfach nicht wahr, dass zwischen dem Möchtegern-Außenbild der israelischen Regierung und dem tatsächlichen Bild eine Diskrepanz besteht. Und ich betone es ja schon mehrfach, es geht nicht um die Leute, die da die vielen Wähler sind und die Bevölkerung, sondern es geht einfach um die Regierung. Die haben sich eine rechtsradikale Regierung gewählt, ob sie es wollten oder nicht. Das ist jetzt aber auch gar nicht mein Punkt. Sie haben faktisch diese rechtsradikale Regierung und die macht allerlei Dinge, die nun wirklich nicht im Einklang stehen mit Menschenrechten und mit Völkerrecht, mit allem, was dazugehört. Das heißt also, da muss man Kritik üben und wenn dann jetzt jemand Kritik übt, dann ist er dann Antisemit. Das ist ja dann wieder diese Geschichte, die Gleichsetzung von, also die Regierung nimmt da sozusagen für sich in Anspruch, sie wären sozusagen Zionisten und alle, die jetzt gegen Zionisten sind oder gegen die Regierung sind, sind also Antizionisten und deswegen sind sie auch, weil sie Antizionisten sind, sind sie Antisemiten. Das ist dieser... Das ist ähnlich wie Terroristen, die Frauen und Kinder vor sich herschieben und dann sozusagen als taktische Maßnahme das benutzen. Es ist die Gleichsetzung einer bestimmten Art von Außenpolitik, einer sehr machtpolitischen, machiavellistischen geprägten Außenpolitik mit Judentum. Und da würde ich mich, wenn ich Jude wäre, doch gegen sozusagen verwenden, weil das Judentum ist viel mehr und größer als das. Also diese Gleichsetzung aus politisch-taktischen Gründen, das ist auch nichts viel anderes als die Gleichsetzung von einer Religion, sozusagen Islam mit einer Art von Staatlichkeit. Das ist etwas, was auf jeden Fall kritisiert werden können muss, weil es eben nicht identisch ist. Ja. Es ist nur die Anspruchnahme der Identität. Man kann sich also auch hinter der Religion oder dem Wertehorizont dann nicht verstecken, weil wir Christen, Dirk, haben den gleichen Wertehorizont wie Juden. Das ist exakt dasselbe. Also wir sind ja quasi nur sozusagen die Sparversion von dem jüdischen Glauben, also als jüdische Sekte. Ich habe mich da wirklich jetzt mal lange da reingearbeitet und habe auch extra jetzt einen Pastor gefragt, habe Juden selber gefragt. Es ist tatsächlich so. Also diesen gesamten Wertehorizont, das, was im Christentum unmoralisch ist, ist im Judentum ebenso unmoralisch. Und wenn wir da schon ein ungutes Gefühl bei haben, dann können wir mit zu hundertprozentiger Sicherheit sagen, das ist nicht erlaubt. Na, also man kann ja nicht einfach. Das ist unser gemeinsamer kultureller Hintergrund. Genau. Es gibt jetzt aber auch noch die Hälfte, die gar nicht an sowas glauben, die weder Christen noch Juden sein wollen, sollten wir auch nicht vergessen. Aber gehen wir nicht in diese Diskussion. Mord und Totschlag ist nicht erlaubt. Fertig, Punkt aus. Hier ist jemand, der sozusagen möchte bei Achille Mbembe, möchte er mitschreiben, wird weggebissen. Und ich sage, das ist der Konnex dieser Diskussion von Mbembe und verlässt Wikipedia. Das ist, wenn gesagt wird, wir brauchen neue Autoren, wir brauchen mehr sozusagen andersfarbige, wir brauchen mehr Frauen, wir brauchen, also sozusagen Diversität muss erhöht werden. Das ist die PR-Version, die auch in den 20. Geburtstagsdingern gezeigt wurde. Hier ist die Realität, die Leute gehen raus, weil sie weggebissen werden. Genau. Kommen wir zum letzten Thema, Verjährung erst nach 3 Jahren. Das heißt also, die Wikipedianer wissen ganz genau, wie die rechtliche Lage ist. Also hier schreibt jemand, das ist eine IP-Nummer, nach Erkennen der Rufschädigung, üble Nachrede, Verleumdung, kann ein Geschädigter binnen 3 Monaten alle Rufschädigungen der letzten 3 Jahre, also das ist auch die Verjährungsfrist, einklagen. Das kann eine Verfahrenslawine ergeben, wenn einmal Abmann-Anwälte aufspringen, na dann gute Nacht. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch der Hintergrund, vor dem man halt auch diese Versionsschlüsselung einerseits sehen kann. Dann wäre das sozusagen die Variante, der Tatortreiniger kommt, nachdem die Spurensicherung da war. man kann es aber auch andersrum sehen, ne? Dass also jetzt die versuchen halt auch vor allen Dingen noch weiteren Schaden vorzubeugen. Darum sollte eine Lösung gefunden werden. Allerdings können ja nicht x-beliebige Versionsgeschichten verdächtige Artikel gelöscht werden. Ist die Wikipedia nicht auch ein Internetarchiv? Ja, genau. Und das ist auch im
Internetarchiv, andersrum. Also das heißt, Sie können, auch wenn Sie versuchen, das jetzt zu löschen, also die Tatortreiniger vor Beweisaufnahme zu sein, es wird Ihnen nicht gelingen, weil das im Internet auch das nicht vergessen wird. Ah, ich glaube, Dirk, das ist okay im Internet, aber das ist ja faktisch nicht der Fall. Also du musst es schon im Internetarchiv angeben, dass du eine Versionsgeschichte sehen möchtest, also oder auch gespeichert sehen möchtest, bevor sie gespeichert wird. Also sie wird nicht automatisch gespeichert. Na, das ist ja genau der Punkt. Also dann habe ich den Satz falsch verstanden, das müssen wir dann mal klären. Das Internetarchiv ist ein Ausdruck, der in Wikipedia für eine Abteilung der Wikipedia sozusagen für ein Segment verwandt wird? Oder also die Wikipedia, also es kann auch sein, dass du es richtig verstanden hast, vielleicht liege ich ja hier falsch. Also rein faktisch ist es so, die Hauptseiten, also die Lemma, also die Artikel zu den Personen und zu den Sachen, ne, die werden ins Internet gespiegelt, also das heißt, die sind auch von außen lesbar, da gehen halt die Robots durch, also die ganzen Suchmaschinen aber die auch schon die Versionshistorien schon nicht mehr. Das heißt also, die sind schon nicht mehr richtig gespeichert. Die tauchen dann auch nicht mehr auf. Das heißt also, wenn sie das löschen, dann ist es auch wirklich weg, weil da eigentlich kaum ein Robot da mal durchsaust und mal schaut, was da alles drin steht. Das musst du schon manuell eintragen. Sie sagen ja, okay, wir haben jetzt ein Problem, wenn die Leute bemerken, dass man auf diese Weise in Wikipedia angehen kann, dann wird es zu einem systemischen Problem für Wikipedia, weil wenn einmal Abmahnanwälte aufspringen, na dann gute Nacht. Darum sollte eine Lösung gefunden werden. Allerdings können ja nicht x-beliebig viele Versionsgeschichten verdächtiger Artikel gelöscht werden. Naja. Ist die Wikipedia nicht auch im Internetarchiv? Also ich glaube schon, ich würde jetzt mal sagen, dass ich das richtig verstanden habe, aber mit Vorsicht, dass die Möglichkeit des Irrtums besteht, ist, dass es darum geht, wie kommt man aus diesem Dilemma, dass man jetzt richtig in die Schwierigkeiten gerät durch dieses Urteil. Also wenn das Schule macht, das ist ja der Subtext davon, wenn das Schule macht, dieses Urteil, dann haben wir, dann dampft bei uns was, ja? Also genau. Wir kommen noch nicht mal da raus, wenn wir es einfach löschen, weil es gibt ja das Gedächtnis im Internet, die Sachen sind zum Teil gespeichert, was wir ja konstant machen bei den Sachen. Wenn wir was finden, wird das von uns sofort gespeichert. Genau. Okay, und dann schreibt unten drunter Felix noch mal, momentan werden erstmal andere abgemahnt. Also er hat immer diese beleidigte Attitüde der Überlegenheit in Wikipedia. Das finde ich ganz interessant. Das ist wirklich ein Merkmal, wenn man ihm, wenn man liest. Er hat so eine Mischung aus Häme und Sicherheit da drin. Und das ist hier wieder. Erstmal werden andere abgemahnt jetzt. Ja. Aber er wird ja auch merken, dass sozusagen der Schutz seiner Umgebung ist ein ganz anderer. Also am Anfang wurde gesagt, man lässt ihn nicht im Regen stehen und sozusagen hat sich Ritter der Tafelrunde ähnlich ausgegeben und er merkt jetzt, davon ist nicht allzu viel mehr übrig. Ja? Also er ist wirklich, er ist unter Beschuss, auch intern. Ja. Ja, davon ist auszugehen. Also man muss ehrlich sagen, das haben sie vorher so, die anderen Leute haben sie unter der Knute gehalten und jetzt haben die einfach Oberwasser, weil da ein Urteil im Raum steht, was bestätigt, was viele Wikipedianer seit langem schon wissen, nämlich, dass dieser Felix und noch viele andere aus unserer Junta, so wie wir sie nennen, oder aus dem Politbüro, wie es auch intern genannt wird, dass die halt alles andere machen, nur nicht sachlich sind. Dass Wikipedia ein systemisches Problem hat. Genau. Es ist ähnlich wie sozusagen, es ist, wenn man die Köpfe wegnimmt, ja, wenn man die Leute, wenn sozusagen niemand mehr von denen in Wikipedia aktiv wäre, würde innerhalb kürzester Zeit sich dasselbe wiederbilden, weil die Struktur es bildet. Und ja, damit, das meine ich mit systemischem Problem. Und das ist auch ein Beleg dafür, dass es nicht gewollt ist, das funktionsfähig zu kriegen. Sonst hätte man in 10 Jahren Zeit gehabt, sich Gedanken zu machen, wie man damit umgeht und hätte dazu Konferenzen gemacht. Und ich habe heute... Ja. Also Dirk, es ist ganz, ganz technisch ganz einfach. Du führst dann eine Forensoftware ein. Jede Forensoftware hat als Minimum, dass man zum Beispiel nicht auf andere Beiträge zugreifen kann oder die dann halt auch ändern kann, solche Geschichten. Das ist ja alles in Wikipedia möglich. Und das machen die auch nach Belieben dann, wenn es ihnen gerade in den Kram passt. Es wäre unbedingt nötig, nach diesen ganzen Vorkommnissen, dass die Wikipedia intern eine Reformation anstrebt. Ja? Also die Kirche Wikipedia braucht eine Reformation.
Und die wird früher oder später kommen, auf die eine oder andere Weise. Aber im Moment sind sie noch in Rückzugsgefechten begriffen und versichern sich gegenseitig, dass sie Oberwasser haben. Ja? Von dem ich behaupte, es läuft ab. Guck mal in die Badewanne, Jungs, ihr sitzt schon halb drauf. So, okay. Ja, dann kommen wir mal zum Ende dieser Sendung. Ich hoffe, das hat Ihnen auch wieder Spaß gemacht und Sie haben wieder was mitgenommen. Also Take-Home-Message, die Tatortreiniger sind in der Wikipedia unterwegs und Sie haben zwei Gründe, das zu reinigen, nämlich den ersten Grund, Sie müssen sich gegen weitere juristische Anfeindungen jetzt wappnen und dem vorbeugen, dass dann noch irgendwelche Zahlungen auf die Wikimedia zukommen. Das andere ist natürlich, Sie wollen eventuell, dass solche Leute wie Felix dann doch noch weitestgehend straffrei in Zukunft ausgehen, damit also nicht noch mehr auf den armen Felix drauf zukommt an irgendwelchen Prozesslawinen, die sich mit anderen Artikeln beschäftigen, die genauso von ihm verunstaltet wurden. Ja, Das geht Felix auch, du wirst zu sagen, wir sind nicht auf der Hatz nach einer Person. Das ist sozusagen, ist nicht mein Punkt. Es ist nur die ganzen Verfahren. Daran ging es ja los. Er hat ja geklagt, nicht wir. Ja? Ja. Er hat geklagt, er wollte weiter aus der Anonymität arbeiten können. Und das sind die Effekte, die jetzt kommen. Das sind keine Planung von uns. Das ist auch nicht von RT geplant, sondern das sind die Effekte der Handlung von Felix als Antwort auf unser Auftreten als Journalisten. Also öffentliche Bekanntmachung von dem, was hier eigentlich hinter der Kulisse vor sich geht. Ja, also ich kann schon mal ankündigen, ich habe auch langsam keinen Bock mehr auf diesen Namen Felix. Also es geht mir genau. Einfach auf den Keks. Es sind so viele andere Leute da. Wir haben noch E.T. und was? Ich muss immer an eine Katze denken, die in der Wohnung in die Ecke pinkelt, wenn ich den Namen höre. Also wir haben, um noch ein paar Namen zu nennen, wir haben noch E.T., wir haben noch den Co-Pilot, wir haben noch den Vieh, wir haben den Jonas da, wir haben den He3 Henry, was auch ein Admin ist. Also oder den JD oder den JKB oder diesen M. Burg da aus, wo kam man denn nochmal her, aus San Salvador war das, glaube ich. Ne? Also, Karl V. ist auch ein. Ja, genau. Das sind alles die gleichen Art von Charakteren wie dieser Felix, die unterscheiden sich dann am Ende in Nuancen, ja, aber letztendlich im Hauptteil, also arbeiten sie redlich, wollen sie sachlich arbeiten? Nein, wenn es um Verschwörungstheoretiker geht, sind sich alle einig, das sind ganz böse Personen, das sind auch Rechtsradikale und immer auch Antisemiten. Ja, das Leute, ne, genau. Also, okay. Ich frage mich, ob es in der Wikipedia irgendwie so eine Art Schulung gibt, wo man durch muss, damit man weiß, welchen Artikel man wie schreiben muss, damit auch immer garantiert alle Begriffe drin vorkommen. Übrigens habe ich mal beim Artikel von Daniele Ganser jetzt mal neu durchgezählt. Es ist gruselig. Weißt du, Dirk, als letztes eine Frage an dich. Bei meiner letzten Zählung bei Daniele Ganser waren 23 Mal Verschwörungstheoretiker drin. Wie viel sind es jetzt? Klingt, als wenn es mehr sind. Sagen wir 28. Vergiss es. Zu wenig. Weiter. Okay, 40. Vergiss es. Zu wenig. 45. Nein. 55? Nein, 53. Mhm, 53 Mann haben sie es geschafft. Also die haben also innerhalb von 3 Jahren... Alster, kühl. Ja, okay. Ich bin ein Alster, genau. Also, liebe Zuschauer, okay. Ich wünsche noch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Tag, guten Abend und gute Nacht, je nachdem, wann Sie diese Sendung gesehen haben. Und bleiben Sie uns treu, schauen Sie im Abspann, da gibt es eine Spendenadresse, wenn Sie spenden wollen. Und wenn Sie mir persönlich spenden wollen, ja okay, dann gucken Sie mal auf unserer Homepage, da werde ich demnächst mal so eine Seite einrichten. Und ja, und wenn Sie den Dirk spenden wollen, das richten wir auch noch ein, das kriegen wir bestimmt hin. So, also. Nein, jetzt brauchen wir nicht. Ich glaube, sozusagen der Punkt ist, die Leute wollen dich unterstützen in dieser Situation. Also das ist, glaube ich, relativ nachvollziehbar. Und das sollte dann gut möglich sein, ohne dass ich davon partizipiere. Okay, also damit lassen wir es jetzt und tschüss. Ja, genau. Tschüss. Machen Sie es gut. Bis zur nächsten Sendung. Ach so, Abspann. Genau hier.